aber sind wir doch mal ehrlich, der hat seine besten Tage hinter sich. Ich habe so das Gefühl, dass unser guter Sanchez ihn fertig macht. Soll den Doktor dann noch ausschalten? Okay. Jetzt ist erstmal die Gelegenheit, um das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Klack, 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 klack. Zu was kann ich mich verkleiden? Na super! Dasselbe Outfit wieder. So, den Doc soll ich ausschalten. Geschaffen von Menschen, still und schlafen. Es wartet, bis seine Zeit gekommen ist. Wartet darauf, aus einer Stahlhülle befreit zu werden. Das war Gott, ich liebe meine Arbeit. Seien Sie nicht so ein Arschkriecher. Machen Sie die hier fertig und bringen Sie sie zum Minenfeld. Mich, was ich da jetzt sabotiert habe. Ich habe eine Idee. Vielleicht habe ich jetzt eine Scheiße gemacht, weil ich nicht aufgepasst habe. Kommt einer hoch? Wieso kommt hier einer gerade hoch? Guck dir die Kabel an. Ich bin jetzt so nah dran, ich will jetzt hier keinen Scheiße bauen. Obwohl, ich frag mich, was passiert. Ach, der dreht sich dann wieder um. Okay. Okay, okay. Nee, ich war so weit. Muss ich echt hier drüben wieder anfangen? Was ist eigentlich mit Dr. Green und den Nein, nein, dieser Dr. Green geht zu weit. Er beschimpft mich. Er mischt sich in meine Forschung ein. Ich habe meine Professur an der Caltech nicht aufgegeben, um mich so behandeln zu lassen. Entweder sorgst du dafür, dass ich nach unten in die Forschung und Entwicklung versetzt werde, oder ich bin hier weg. Ich nutze beim nächsten Mal einfach den Zeitpunkt mit dem Labor, sie. Hey, nicht gucken.
Auf der Seite bin ich viel sicherer. Da muss ich gar keinen Instinkt verwenden. Die Wachen haben in der Dusche darüber geredet. Wie geil. Hundertmal da unten. Kommst du später zu dem Kampf? Nee, meine Tochter hat eine Probe. Für wen bist du? Sanchez, Mann. Ich bin immer für den Underdog. Sanchez und Underdog im selben Satz? Da stimmt doch was nicht. Früher war ich Patriot-Fan. Aber sind wir doch mal ehrlich, der hat seine besten Tage hinter sich. Ich habe so das Gefühl, dass unser guter Sanchez ihn fertig macht. Komm, geh weiter. So, die Sache ist die, der Doktor ist gerade noch weit genug weg. Ich versuche es jetzt einfach. Oh, gefallen erwischt werden. Jetzt schnell, 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 schnell. Oh Mann, Baby, da. Ich bin gut. Ich bin es halt auch. Machen wir den Signature Kill, wenn der hier reinkommt. Was für blutige Handschuhe. Hey, guck dir das mal an. Überhaupt nicht auffällig. Außerdem auch so geil. Ich habe überhaupt, also wenn man ein bisschen genauer reinschaut, gar keine Ähnlichkeit mit dem Typen auf dem Ausweis, ne? Ja. Deinen. Dekontaminierung finden. Da muss ich jetzt weiter runter, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich das eben gemacht habe, aber egal. Wir gucken mal. Gut, der läuft auch in die andere Richtung. Wer guckt, nicht gucken. No swimming. Ich müsste eigentlich in dem Kostüm hier oben relativ sicher sein erstmal. Für die auch an keinen eindringen. Alles klar. Alrighty. Da drüben war der Leiter, gell? Ja. Weiß nicht, was war für dir? Erzähl mal, Buddy, wie geht's? Wie steht's? Ich gehe mal hier lieber durch, damit die mich nicht entdecken. Ist aber die Frage, ich glaube, ich habe trotzdem nicht die passende Kleidung. Aber egal. Ach doch, noch habe ich sie. Wie cool. Hast du schon gehört, dass Steven jetzt eine höhere Sicherheitsfreigabe hat? Ja, er darf jetzt in das Silo. Hast du ihn gefragt, was da unten vor sich geht? Habe ich.
Richtig, aber er musste eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, die so dick wie ein Telefonbuch ist. Er sagt unglaublich. Weißt du was? Mann, jetzt muss ich wieder einen Reiz husten hier unterdrücken. Ist doch gleich hinter der Tür. Mir egal, ob das kindisch ist. Ich will es einfach so, als hätte ich das nicht gehört. Habe ich hier erwischt? Nein, das ist ein Trick. Okay, 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 sorry. Also bis zu dem Duschvorhang. Okay. Ah, das Gute ist, dadurch, dass das da Umkleide sind, sind die zwar weg, heißt es ja, irgendwo hat einer auch seine Klamotten liegen lassen. Dann können wir es auch schnell austauschen. Wir sind schon bald eine Stunde auf Sendung. Wow. Das ging aber schnell heute. Dann schauen wir mal. Weißt du, was unten im Keller passiert? Keine Ahnung. Irgendwas Großes angeblich. Könnte alles vollkommen verändern. Was? Was hast du Oder so. Hey, 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 Tag meines Lebens. Sanchez bringt die Bude zum Beben, garantiert. Ich weiß es einfach. Das habe ich immer wieder. Ich weiß, was du meinst. Das wird der Hammer. Oh yeah, Baby. Würden Sie bitte zurückkommen? Ja, ist ja gut. Ich wollte doch nochmal was experimentieren. Also drehen wir da das Ventil auf und manipulieren das Sicherheitssystem. Dann brauche ich nur noch eine passende Verkleidung, um da reinlaufen zu dürfen. Und da der ein Doktor rumläuft, nur ein einziger, verfolge ich den. Warte, nee, zwei. Also ich will einer von denen werden. Von den Wissenschaftlern. Nö. 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 Nicht gucken. Weißt du, was hängt sich schneller passiert? Nö. Keine Ahnung. Irgendwas Großes. Nö. Könnte alles vollkommen verändern. Was? Oh, ein bisschen Nebel hier. Der hat mich entdeckt, ja? Was ist denn los? Oh, hey, das ist ja ein türkisches Dampfbad. Ach komm, nicht! Was muss der sich auch umdrehen in dem Moment? Ich probiere mal was anderes. Darf ich hier rein, Zeug? Oh, ach, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Wir vergessen dich doch nicht. Du kannst jeden fragen, wer ist dein bester Freund? Es ist ein Paar. Wir vergessen. Was ist denn das hier? Hi, wo bist du? Ach, komm schon. Na, dann nimm dieses sprudelnde Zeug oder trink. Das kenne ich ja noch gar nicht. Na los, du musst einfach nur den toten Punkt überwinden. Es ist Silvester. Du würdest es bereuen, wenn du diese Party verpasst. Ja, alle... Nein, 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 nein. Sie dürfen hier nicht rein. Tut mir leid. Na los, verschwinden Sie. Okay, okay. Ich frage mich, was man da machen könnte. Das muss ich mal nachschauen. Das ist mir jetzt zu blöde. Oh, ach, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Hallo, wie geht's Ihnen? Wir vergessen dich doch nicht. Du kannst jeden fragen, wer ist dein bester Freund? Ja, toll. Das hat's aber gar nicht gebracht. Hallo. Oh, hast du das gesehen? Oh, das war wieder.
Oh Mann, das war echt ein Scheißmonat. Aber heute wird der beste Tag meines Lebens. Sanchez bringt die Bude zum Beben, garantiert. Ich weiß es einfach. Das oh ja, ich weiß, was du meinst. Das wird der Hammer. Oh yeah, Baby. Ah, der Cagefight. Spoilert ja auch eine Mission, die wir später haben werden. Warte ich mal, bis der weg ist. Guck nicht. Nein, das kann nicht sein. Ich hab gesagt, das ist etwas Großes. Ja, wir haben wohl noch Zeit, Sanchez dabei zuzusehen, wie er wieder einmal. So, machen wir mal ein bisschen Dampfbad hier. Da muss ich rein. Was ist denn los? Boah, das ist ja ein türkisches Dampfbad hier. Hey, das Ventil ist wohl kaputt. Geh, geh es einfach reparieren, okay? Diese Anzüge sind... ich verbrenne ihn. Ah, okay, ich kümmere mich drum. Moment. Ich muss da drüben rein. Wie lenke ich den ab? Ich hab Wasser in den Ohren. Ich sage, dass wir es immer noch zum Kampf schaffen können. Ach, der Kampf. Ja. Ich muss eigentlich wieder ein Sicherheitswachmann von denen sein. Oder ich teste nochmal was anderes. Wissen Sie, hier herumzuschleichen ist geh weiter. Wie schräg. Geh weiter. Finde ich jedenfalls. Ah, komm, nicht. Ich muss irgendwie an die Klamotten von so einem Wachmann-Typi kommen. Ich weiß auch, wie ich es mache. Mit Hilfe des Dampfbades. Guck nicht. Passiert? Keine Ahnung. Irgendwas Großes. Weil die hören ja auch nichts und man sieht nichts. Ich kann nur nicht rausziehen.